Ja, und wieder bei Pokémon Ranger. Beim letzten Mal haben wir, ich glaube, die Mutprobe gemacht und ich glaube, es ist einfach jetzt ein neuer Tag. Ich weiß gar nicht, was wir machen sollten. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal raus und gucken. Wobei, Moment, ich glaube, wir sollten zum Platz gehen. Genau, da war doch was. Freilufttraining, das Freilufttraining haben wir. Ganz genau das. So, hallo Jan. Was grüllst du so herum? Der Freiluftunterricht fängt gleich an. Ich glaube, der Ranger ist schon da. Ja, das ist so ein schlaksiger Ranger mit einem riesen Afro. Okay. Warum auch nicht? So ein Afro hat er gar nicht. Nun, scheinbar haben alle eingefunden. Möge der Freiluftunterricht beginnen. Dieser junge Mann heißt Froderich. Ist ein Absolvent dieser Ranger-Schule und inzwischen Pokémon Ranger in Brisenau. Ich bin Froderich. Schön, euch kennenzulernen. Danke, dass du hier bist. Und das ist mein Partner-Pokémon Knospi. Und das sind meine Pokémon-Freunde. Wow, das ist so cool. Hallo Froderich, ist schon ganz schön lange her. Aber dieser riesige Afro. Ich glaube, dein früherer Haarschnitt hat mir besser gefallen. Der Anblick dieses chaotischen Gewächses auf deinem Kopf irritiert mich irgendwie. Aber genug davon, wir sind alle hier, also lass uns anfangen. Kommen wir zum Hauptteil des Freiluftunterrichts. Der Frage- und Antwortrunde des Grounds. Des Grounds? Okay, des Groudons. Lass die Fragen beginnen. Na dann. Froderich, warum wolltest du Ranger werden? Nun, weil ich Pokémon liebe. Ich wollte ein Freund für sie werden. Du weißt schon, eine Beziehung aufbauen. Außerdem ist das ein cooler Job. Mir geht's genauso. Bin froh, dass ich dich gefragt habe. Ich habe eine Frage. Welche Arten von Pokémon sind schwierig zu fangen? Also, ich kann da nur für mich sprechen. Psycho- und Geist-Pokémon, denke ich. Die haben diese Angewohnheit beim Fangen einfach mit einem Wusch zu verschwinden. Geist-Pokémon, machen zu was? Hier, ich. Mein Name ist Rhythmia. Es gibt nichts, was ich lieber tun würde, als Technikerin zu werden. Glauben Sie, ich kann eine werden? Ich werde eine, nicht wahr? Also, ich sehe dich gerade zum ersten Mal. Also, ist nicht so, als ob ich etwas genau wüsste, aber klar, das wird schon. Du bist bestimmt eine Technikerin. Mach hier nur falsche Hoffnungen. Zerschlage ihre Träume. Das stimmt. Genau das wollte ich hören. Juhu! Rhythmia, verwechselst du unseren Ranger vielleicht mit einem Wahrsager oder so? Entschuldigung, Ranger, wie ist es mit mir? Werde ich ein Ranger werden? Kann es sein, dass du mich jetzt auch mit einem Wahrsager verwechselst? Ja, aber so viel kann ich über dich sagen. Dein starker Wille strahlt aus dir heraus. Ich bin sicher, dass du es schaffst. Und wer weiß, vielleicht wirst du sogar ein besserer Ranger als ich. Aber es klappt natürlich nur, wenn du dich richtig auf diese Aufgaben konzentrierst. Ah. So ist das also. Dann werde ich mein Bestes geben. Okay, meine zweite Frage wäre dann... Das ist nicht fair, Bodo. Jeder eine Frage. Ranger Froderich hat schließlich noch zu tun. Hier ist meine Frage. Sind denn schon mal Fehler unterlaufen? Fehler, fragst du? Als ich angefangen habe, gab es nur Fehler. Einmal habe ich zum Beispiel Saft über meinen Fangkorb geschüttet. Das war übel. Und dann habe ich versucht, einen Plüschtier zu fangen. Oh, und einmal habe ich mir auch die Ranger-Uniform über den Pyjama gezogen. Moment, wieso erzähle ich das? Hahaha, du bist so blöd. Was freut sich daran, ein Ranger geworden zu sein? Die glücklichen Gesichter, die wir sehen, wenn wir Leuten oder Pokémon in Not helfen. Burks. Könnte schon fast nicht klischeehafter sein. Ich hoffe, ich sehe diese glücklichen Gesichter auch bald. Das ist die richtige Einstellung. Mach weiter so und du wirst mit Sicherheit Erfolg haben. Wisst ihr, ich freue mich schon darauf, eines Tages bei euch zusammenzuarbeiten. Denkt immer so positiv und legt euch ins Zeug. Das werden wir. Jetzt meine Frage. Ranger Froderich, war Fräulein Mai irgendwann einmal sauer auf sie? Das will ich meinen. Sie ist einmal pro Tag wegen mir in die Luft gegangen. Das stimmt also, du, nee, wirklich nicht. Es war nicht einmal am Tag, es muss mindestens dreimal täglich gewesen sein. Aber das ist nicht die ganze Geschichte. Froderich war ein wunderbarer Schüler. Er hat mit seiner Freundlichkeit und mit seinem Humor stets gute Stimmung verbreitet. Voicemail, Voicemail. Froderich, kannst du mich hören? Hier ist Urs. Vor der Ostküste der Schulinsel ist ein Mann tags verletzt worden. Er ist offenbar mit einem Frachter zusammengestoßen. Luana ist mit dem Boot zu dir unterwegs. Triff dich mit ihr und komm unverzüglich zum Unfallort. Benötige deine Hilfe. Verstanden, Chef. Das ist doch cool. Bitte retten Sie das Mantax. Dahaha. Haltet euch, Mantax. Wir kommen und retten dich. Direktor Lambert, da die Schüler so besorgt sind, werde ich Bescheid geben, wie die Mission verlaufen ist. Tut mir leid, dass der Freiluftunterricht so abrupt beendet werden muss. Kein Grund für Entschuldigung, Froderich. Abgesehen davon... Hörst du das? Ist das nicht dein Boot? Los, Froderich, spring rein. Wir sind zum Unfallort unterwegs. Das Boot hat mit mir gesprochen. Okay, Schüler, macht weiter so. Wir treffen uns irgendwann irgendwo wieder.
Okay. Als ob wir beim historischen Moment dabei gewesen wären. Das Boot ist schon ziemlich, schon ganz klein am Horizont. Nun klasse, das war mit Sicherheit der kürzeste Freiluftunterricht aller Zeiten. Aber zugleich war es auch der packendste und realistische, den wir jemals hatten. Also dann, Schüler, kehren wir in unsere Klassenräume zurück. Okay. Weißt du, ich werde immer heißer drauf, ein Ranger zu werden. Ich habe noch 37 Fragen übrig, aber ich glaube, die Antworten suche ich selber. Ein echter Ranger hat mir garantiert, dass ich Technikerin werde. Es gibt nirgendwo Garantien. Du musst deine Träume am Schlafittchen packen und sie wahr machen. Das ist schon ziemlich tiefgründig für Bodo. Glaubst du, ich weiß das nicht? Genau das werde ich tun. Ich werde meinen Traum wahr machen. Und ich werde auch kein Verlierer sein. Nicht mit einer Konkurrenz wie Jan. Hey, warum gehen wir uns drei nicht gleich jetzt am Gelübnisstein und versprechen? Lass uns aneinander schwören, dass wir alle unsere Träume wahr machen werden. Darauf kannst du wetten, ich bin dabei. Ja, wie sieht's bei dir aus? Da ich eigentlich nicht rede, würde ich einfach sagen, ja. Klasse, das ist die richtige Einstellung. Ich rede nicht, das ist die richtige Einstellung. Lass uns zurück in die Klasse gehen. Hallo, großer Bruder, vielen Dank für deinen Brief. Euer Freiluftunterricht hört sich ja richtig aufregend an. Oh, wir werden in deine Nähe ziehen. Wir suchen schon nach einem neuen Haus. Schwesterchen. Hallo, ich heiße Schwesterchen. Offizieller Name und so. So, hört mal bitte alle her. Erinnert euch noch an das Mantax, zu dessen Rettung Froderich nach dem Freiluftunterricht aufgebrochen ist? Die Ranger-Vereinigung hat es aufgenommen und gesund gepflegt. Heute Morgen wurde das Mantax wohlbehalten ins Meer zurückgebracht. Hurra! Das ist schön. Nun, da wir durch die Neuigkeiten alle freudiger Stimmung sind, können wir mit dem Unterricht beginnen. Wo ist Bodo? Heute ist die Zusammenarbeit zwischen Rangern und Technikern das Thema. Hier habe ich heute was im Hals. Herrscht kein Vertrauen zwischen einem Ranger und seinem Techniker, ist es eine Katastrophe. Selbst eine einfache Mission könnte sich dann als undurchführbar erweisen. Ranger sind dort unterwegs, wo sie sich an keiner Straße orientieren können. Es ist die Aufgabe des Technikers, dort den Pfad des Rangers zu erhellen. Das heißt natürlich nicht, dass er im Einsatz mit der Taschenlampe neben dem Ranger hersteht. Techniker unterstützen den Ranger auf andere Weise, zum Beispiel durch Aufladen ihres Fangkomms. Darüber hinaus stehen sie ihnen als mit Ratschlägen und Informationen zur Seite. Von der Einsatzzentrale der Vereinigung aus halten die Techniker mit Rangern auf ganz Almir Verbindung. Weiß jemand, wie dieses Kommunikationssystem genannt wird? Ja, es heißt Voicemail! Das ist korrekt. Euer Schulfangkomm ist allerdings nicht mit dieser Funktion ausgestattet. Aber seht mal her, ich habe hier zwei Fangkomms mit aktivierter Voicemail-Funktion. Es ist uns gelungen, sie für diesen Anlass von der Ranger-Vereinigung auszuleihen. Direktor Lambert, der geschäftlich dort zu tun hatte, musste sie persönlich darum ersuchen. Wir werden sie heute dazu verwenden, einen Einsatz durch die Ranger zu demonstrieren. Rhythm übernimmt für den Anfang den Part der Technikerin und Bodo den des Rangers. Fräulein May, Bodo ist noch nicht da. Das kommt aber selten bei Bodo vor. Hat er etwa verschlafen? Na gut, dann wird Jan die Rolle des Rangers spielen. Tja, Bodo, hast du verkackt. Ich bin halt der Geilere. Oh wow, ich kann damit kommunizieren. Hallo, kannst du mich hören? Hier spricht Rhythmia. Bitte komm, Ranger. Was? Wir sind zu nah beieinander und du kannst mich ohne Fangkomm laut und deutlich hören? Dann sollten wir lieber weiter auseinandergehen und es nochmal probieren. Also eigentlich schickst du mich gerade weg. Ah, auch kein Gerenne im Klassenraum. Fräulein May, es tut mir furchtbar leid, ihren Unterricht zu unterbrechen. Es gibt eine Kleinigkeit, über die ich gerne mit Bodo sprechen würde. Ja, natürlich, aber Bodo scheint heute spät dran zu sein. Das ist gar nicht seine Art. Spät dran, sagen sie? Nun, leider haben wir da ein kleines Problem. Im Lehrerzimmer war eine Anzahl Fangkomms gelagert. Wahr, sage ich. Nun, sie sind alle verschwunden. Ich habe mich bereits der Unschuld aller meiner Schüler in dieser Sache versichert. Aber wenn dieser Bodo so ganz untypisch im Unterricht abwesend ist, wie sie sagen, vielleicht dauert es etwas, ein Versteck für all die gestohlenen Fangkomms zu finden. Herr Tolero, Bodo ist ein Scherzkitz, aber kein Dieb. Ach, sei doch still. Er rennt auf den Gängen und schleicht in den Keller, obwohl es verboten ist. Ist nur natürlich, wenn man ihn verdächtigt. Weil er auf den Gängen läuft. Mhm. Herr Tolero, predigen Sie nicht stets auf das Gegenteil, dass es falsch ist, jemanden ohne Beweise zu beschuldigen? Geben Sie mir kurz Zeit. Ich will mich nach Bodo und Ihren vermissten Fangkomms umsehen. Fräulein May, ich helfe mit. Ich sehe oben nach. Ich suche auch mit.
Tja. Und nun? Jan, lass uns das Gebäude von oben bis unten durchsuchen. Wir müssen Bodos Unschuld beweisen. Wenn sich irgendetwas ergibt, Voicemail, okay? Okay. Ich kann das. Ich kann Voicemail. Na gut, dann. Ist noch was zu sagen mit mir? Lass uns jetzt die Schule gründlich durchsuchen. Okay. Ich nehme mal das Bidifa mit. Bidifa? Bidiza. Und ich wurde gefragt, ob ich denn Rechtshänder bin. Ja, bin ich. Sieht man das an der Art, wie ich drehe? Oh ja, nice. Noch kein Level-Up, aber schön. Weiß ich, sieht man das daran? Ob ich jetzt irgendwie eher so weiter rechts meinen Stift ansetze oder allgemein Gen-Uhrzeigersinn drehe? Sieht zumindest nicht danach aus, dass jemand in den Keller gegangen wäre. Wie sieht's hier aus? Ich kann nirgends hin und ich fange an zu glauben, dass er auch nicht hier ist. Außerdem ist es gar nicht Bodos übliche Schlafenszeit. In der Bibliothek. Gehen wir mal nach oben. Vielleicht ist er ja in seinem Schlafraum. Voicemail, Voicemail! Hier ist Rittmeer im Erdgeschoss. Komm bitte runter zur Eingangstür. Bitte eil dich. Okay. Aber zuvor schnappe ich mir noch das Pichu dort und hole mir erstmal mein Level ab. Außerdem kann es nicht schaden, noch was zum Heilen dabei zu haben. Pichu wild greift an. Also eigentlich habe ich es angegriffen. Wenn wir ganz ehrlich sind. Ja. Das war weniger gut. So. Sehr schön. Power plus 2, Energie plus 3. Nice. Das war ein gutes Level-Up. Ich hätte mal diesen gescriptet, die Level-Ups. Aber gut. So. Ich wollte gerade mit dem Füttern der Bidiza anfangen, als ich das hier gefunden habe. Hat einer von euch vielleicht seinen Funkom fallen gelassen? Nein, ihr habt aber dabei. Ja, wir sollten uns hier im Schulhof umsehen. Danke für den Hinweis, Inge. Kann ich? Nee, noch nicht. Oh hey, sieh dir das an. Das ist nicht einer der Funkoms, die aus dem Lehrerzimmer verschwunden sind? Vielleicht liegen die anderen auch noch hier herum. Lass uns den Boden absuchen. Okay. Hallo Schwalbini. Ich lasse dich mal heute in Ruhe. Ich suche gerade anderen Stuff. Hier ist auch nichts weiter. Also da haben wir schon mal nichts. Knospi, da geht's runter. Hier ist noch das Feld. Ob in den Dingern was drin ist? Kann ich mal gucken. Da muss aber noch ein Bidiza eben fangen gehen. Ciao, Bidiza. Kann ich mich hier oben noch ein bisschen umgucken. Vielleicht ist hier oben ja auch noch ein Bidiza. Das sind ja immerhin 6, 7 Stück. Nein, hier ist jetzt nichts weiter. Dann holen wir uns eben noch ein Bidiza und machen die andere Kiste auch eben noch kaputt. Bidi, Bidi. Ich glaube, diesmal hat es mich wirklich angegriffen. Ah, ich glaube, das mit dem richtig drehen muss ich noch lernen. Ohne in den Gegner reinzufliegen. So. Wahrscheinlich ist in der Kiste sowieso nichts, aber... Gucken wir mal. So. Einmal bitte kaputt machen. Nein. Da war auch nichts. Dann gucken wir mal hier unten. Da ist nur ein Mobi. Und da brauche ich Löschen, um es rauszuholen. Na gut. Dann in Richtung des Gedenksteins. Vielleicht ist ja da noch was. Irgendwie ansprechen. Bett. Okay, ich kann den mit Tickle 5 einfach verschieben. Das sollte ich mir merken. Hier ist auch nichts. Dann. Ich glaube, ich kann noch südlich aus der Schule raus, oder? Da können wir vielleicht nochmal gucken, ob Bodo vielleicht dort rumsteht.
Da ist noch ein Fangkom. Bin ich an denen vorbeigelaufen? Warte mal, ich höre Stimmen. Lass uns nachsehen. Bodo, was machst du hier draußen? Und wer ist dieser Mann? Der Typ ist ein elender Dieb. Er kam aus dem Lehrerzimmer geschlichen, also rief ich ihm hinterher. Und dann bang, nimmt er die Beine in die Hand und versucht, sich aus dem Staub zu machen. Drei gegen eins ist nicht fair. Ich verdrück mich, adieu. Autsch, ich kann nichts sehen, ist schwer, tut mir weh, es stinkt, Hilfe! Haha, ein Bummel ist aus dem Baum gefallen. Geschieht dir recht, das hast du davon, andere zu beklauen. Bitte, ich werde es nie wieder tun, Hilfe! Lass uns gehen, wir kümmern schon so einen Typ wie der. Was erzählst du denn da? Ist die Aufgabe der Ranger, Leuten in Not zu helfen. Jan, bitte fang dieses Bummels ein. Okay. Bodo, das war jetzt nicht schön von dir. Ja, dieses Bummels hat sehr viel gemacht. Könnte spätere Leta King bitte auch genauso faul sein? Sie tut nur selten etwas. Gelegentlich versucht es einen Schneiderangriff. Und er ist dran wieder. Sehr schön. Ja, genauso springen Bummels auch weg. Puh, endlich sicher. Danke, dass du mich gerettet hast. Was ist denn hier los? Nachdem ihr auch verschwunden seid, haben wir uns auf die Suche nach euch gemacht. Oh, das ist ja Bodo. Und die Funkoms sind auch hier. Fräulein Mai, das hier ist der Mann, der die Funkoms gestohlen hat. Ja, wieso hast du unsere Funkoms geklaut? Weißt du nicht, wie wichtig die für uns sind? Es tut mir leid. Ich habe immer davon geträumt, ein Ranger zu werden. Und dann bin ich älter geworden, ohne dafür etwas zu unternehmen. Und dann hatte ich noch so viele andere Träume, die ich verwirklichen wollte, aber ich konnte mich nie entscheiden, was ich wirklich mit meinem Leben anfangen sollte. Aber der eine Traum, den ich nie aufgeben konnte, war der, ein Ranger zu werden. Ich dachte, wenn ich einen Funkom hätte, würde ich vielleicht alles anderes werden. Was sagst du da? Mach mich bitte nicht wütend. Ist doch ganz egal, wie alt du bist. Auch Erwachsene können die Ranger-Schule besuchen. Wenn du dich richtig anstrengst, kannst du sogar ein Ranger werden. Es liegt an dir, Träume wahrzumachen. Frau Lehrerin, als ich all diese Funkoms dort sah, war ich vor mir wie verhext. Ich wollte eigentlich nur einen mitnehmen und dann hatte ich einfach mal alle. Genau wie bei dir und deinen Träumen. Du bist ziemlich gierig, nicht wahr? Du solltest heimgehen und ernsthaft darüber nachdenken, was du tun willst. Warum überlegst du nicht mal, wie du ein echter Ranger werden könntest? Das werde ich machen. Moment. Heimgehen? Lass mich einfach gehen, ohne Bestrafung oder so? Frau Lehrerin, ich kann das gar nicht glauben. Und so versuchte Bodo, den Dieb zu fangen, der die Funkoms gestohlen hatte. So etwas passierte bei der Anwesenheit. Auch wenn der Dieb entkommen konnte, bin ich froh, dass niemand verletzt wurde. Das Bergen der Funkoms ist ein Bonus. Bodo wird dort beschuldigt, weil sein normales Auftreten so beklagenswert ist. Ich muss zugeben, ich war von Rhythmias Vertrauen in ihren Freund beeindruckt. Dies könnte die wichtigste Eigenschaft für ihre Technikerin sein. Hi. Hoppala. Ich hau hier schon wieder mein Mikro weg. Moment. So. Deine Zusammenarbeit mit Rhythmia und dein Fang waren herausragend, Jan. Ich konnte das schon an dem breiten Grinsen dieses Bummels leicht erkennen. Das Bummel war schon lange weg, als du kamst, oder? Eigentlich schon. Bodo, du bist viel zu waghalsig. Du musst viel mehr mit deinen Freunden zusammenarbeiten. Kein Ranger kann alles allein bewerkstelligen. Ich glaube, eines Tages wirst auch du mit deiner Situation konfrontiert, in der du dies akzeptieren musst. Nichtsdestotrotz, du hast zweifellos eine gute Tat vollbracht. Hörst du mir zu? Ist die Pistole entkommen. Wir haben ihn tatsächlich gehen lassen. Rhythmia, hör zu. Du verstehst mich, oder? Wie mies sich das für mich anfühlt. Aber hey, Rhythmia. Du hast an mich geglaubt und für mich Partei ergriffen. Darüber freue ich mich sehr. Vielleicht lauern im Herzen eines jeden von uns stets Schatten. So wie wir es bei diesem Dieb beobachten konnten. Wichtig ist nur, dass wir dieser Dunkelheit in unserem Herzen niemals nachgeben. So steht es in den Büchern unserer Bibliothek geschrieben, die Bodo eh nie gelesen hat, weil er immer drauf schläft. In der Almir-Region gibt es nur ein uraltes Wort. Vatonage. Das bedeutet, ein Licht neu zu entzünden, das in der Finsternis versunken war. Vatonage. Heute erstrahlt ihr alle mit dem Glanz von Juwelen. Möget ihr niemals dieses Strahlen verlieren. Oh je, ich schwafle schon wieder. Ich glaube, es ist an der Zeit, dass alle in ihre Klassen zurückkehren. Hallo, großer Bruder. Danke für deinen Brief. Weißmail. Wir wissen jetzt, wohin wir umziehen. Das Dorf heißt Schikolingen, nicht Schokolingen. In Almir. Wir können dich beim Schulabschluss sehen, Schwesterchen. Das
Es ist schon Zeit für meinen Abschluss bald. Heute ist endlich die Zeit eures Eintagespraktikums gekommen. Ihr werdet also erfahren, wie es ist, echter Ranger, Techniker oder Mechaniker zu sein. Dafür geht ihr hinaus zu den Einrichtungen, für die ihr euch eingeschrieben habt. Macht unterwegs keine Abstecher und seid bitte vorsichtig. Yay, Praktikum. Jan und Bodo, ihr zwei macht euch zur Ranger-Basis in Briesen auf. Das ist Froderichs Basis. Erinnert euch an den Ranger, der den Freiluftunterricht verlassen hat, um das Mantax zu retten? Ich teste die Arbeit als Technikerin und gehe darum zur Ranger-Vereinigung. Oh, bevor ich es vergesse, in der heutigen Zeitung war ein Artikel über die Ranger-Vereinigung. Okay. Blick auf das Ranger HQ. HQ? HQ? Egal. Mittelpunkt aller Operationen. Sensation, hier zu sehen, die Kommandozentrale. Gerda, Vorsitzende der Ranger-Vereinigung. Das Almir-Journal, die Ranger-Vereinigung-Ausgabe. Okay. Die Ranger-Vereinigung ist wirklich weit weg. Ich sehe besser zu, dass ich loskomme. Bis heute Abend. Kommt so an und denkt und dann so, okay, ich muss wieder gehen. Und tschüss. Jan, du musst auch nach Briesenau, oder? Lass uns doch zusammen gehen. Okay. Dann gehen wir. Ich habe mich nie gefragt, wo Briesenau überhaupt ist. Sagt sie mir das? Zu weit weg. Die Ranger von Briesenau sind auf ihre Art alle ein bisschen schräg. Behalte das im Hinterkopf. Rektor Lambert hat die Eintagespraktika persönlich erfunden. Heißt, er sei zur Ranger-Vereinigung gegangen und habe um Zusammenarbeit gebeten. Gut, dass mir niemand sagt, wo Briesenau ist. Bodo, weißt du das? Bist nervös? Mir geht's eigentlich ganz gut. Nö. Dann gehen wir einfach. Irgendwo kommen wir dann schon an. So. Nee. So. Helft mir! Was? Okay. Hey, das ist Kleinhain. Spieler versteckt mit ein paar Milizer. Nein, das ist es nicht. Könnt ihr nicht erkennen, was hier los ist? Die Milizer greifen mich an. Hört sich euch an. Bidihu, Bidihu. Die werden mich anklammern, ich weiß es. Aber nein, Kleinhain. Die Milizer wollen bestimmt nur spielen. Klar, Junge, du hast gut reden. Aber ich will es gar nicht bestreiten. Ich habe Angst. Sogar wahnsinnige Angst vor Pokémon. Aber diese Milizer sind doch so niedlich. Ja, ihr kennt euch noch nicht, oder? Das ist Kleinhain. Er ist der Milchmann in der Gegend hier. Er hat totale Panik vor Pokémon, aber sie scheinen ihn irgendwie zu mögen. Ich schätze, es ist der Milchgeruch, der ihn so zum Pokémon-Magneten macht. Naja, wie auch immer. Ein Pokémon-Ranger wirft sich immer in die Bresche, wenn Hilfe vonnöten ist. Diese Milizer wirken allerdings ein bisschen aufgeregt. Könnte etwas kniffliger werden. Teilen wir uns auf. Du fängst das eine und ich das andere. Okay. Dann fangen wir die mal. Meine Güte, das hat sogar ein bisschen mehr gebraucht diesmal. So. Nee. Leider nur ein A-Rang. Naja. Passt schon. Pidizer freut sich. Gut, das wäre erledigt. Kleinheit ist alles unter Kontrolle. Wir haben die Milizer beruhigt. Sie sind weg. Puh, das war vielleicht ein Riesenschock. Ich hatte die Hosen voll, aber wurde aber gerettet. Wurde gerettet. Aber die Hosen habe ich immer noch voll. Komme nicht zu nah. Schuld euch auf jeden Fall ein dickes Danke. Diese Milizer wollten mir ans Leder. Nebenbei, mir scheint, es gibt ja ein neues Gesicht. Das ist Jan aus der Fiore-Region. War Fiore die aus Ranger 1? Jana, oder? Jan ist echt stark beim Fangen, kommt sogar fast an mich ran. Ah, ein neuer Schüler, wie? Nun, mein neuer Freund, bin ich dir jedenfalls mächtig dankbar für die Rettung. Ich führe mit meiner Familie eine kleine Milchfarm drüben in Briesenau. Sag doch mal Hallo, wenn du vorbeikommst. Das wäre wirklich schön. Und die Lütten würden sich auch freuen. Was sind Lütten? Kleiner hat eine ganze Bande Kinder. Seine Frau ist hier auch ziemlich berühmt. Dass sie viele Kinder in die Welt setzen kann? Ich vergesse euch das nie. Ihr werdet gute Ranger, das ist mal sicher. Wir sind spät dran. Lass uns einen Zahn zulegen. Wir müssen nach Briesenau. Moment. So. Ist hier noch irgendwas Interessantes?
Zertrümmern 2. Oh, und den Baum auch? Tackle 1. Moment. Der Baum nicht. Du hattest doch Tackle, oder? Das muss ich jetzt mal kurz mal ausprobieren. Ich muss gleich auf jeden Fall was trinken. Meine Stimme verreckt gerade. So. Knospi, einmal bitte mitkommen. Ich wurde jetzt auch mehrmals gefragt, ob ich den auch 100% machen möchte oder nicht. Also mir wurde schon gesagt, so schwer ist es eigentlich gar nicht. Von daher würde ich schon fast sagen, probieren wir es einfach mal aus. Und gucken mal. Ich spiele es erstmal ganz normal durch. Und dann gucken wir am Ende, was uns da theoretisch noch fehlen würde. Wildbaum. Ah, da kommt noch ein Bimmels raus. Bimmels, ja. Fangen wir eben noch das Bummels und dann beenden wir den Part. Sonst werde ich hier langsam zum, keine Ahnung, Metatron. So wie meine Stimme gerade immer mehr mechanisch klingt. Hallo, hallo, hallo. Nee, Moment, das war jemand anderes. Ach ja. Okay. Dann würde ich sagen, bevor ich nicht mehr reden kann, das war's von diesem Part. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.